ist einer Tag der Entscheidung jetzt Rinken und dann in 1 bis 2 Tagen das Ergebnis. Also ich hoffe, es wird gut. Ja, heute ist der 9. März. Also ist gerade was richtig Cooles. Die Wohnung da, ich bin gerade eingebrochen sozusagen. Denn ich stand einfach offen, das bin ich reingegangen. Ich zeig's euch mal, wie es jetzt ausschaut. Also es ist ziemlich dunkel, weil es hier kein Licht noch gibt, aber hier ist auf jeden Fall ein Zimmer. So, das wird meins. So, hier hört man alles. So. Und dann gibt es noch, ja, hier sind die Fenster. Ja, wenn ich nah ranzoome, dann wird es heller. Hier ist die Tür. Da, glaube ich, kommt ein Waschding hin. Also entweder hier ist das WC und hier ein Bad oder umgekehrt, keine Ahnung. Wenn ich näher ranzoome, okay, dann sieht man nur schwarz. Okay, aber was noch richtig cool ist, ist dieser Durchgang im anderen Zimmer. Das ist cool. Ja. Keine Ahnung, was das sein soll, warum überhaupt die ganze Wohnung jetzt offen ist. Da könnte jeder was stehlen. Mir das wird auf jeden Fall das Wohnzimmer, das ist cool. Dieser Durchgang gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, hier die Fenster. Ah, hallo. Radfahren ist schlecht. Ich wundere mich echt, dass keiner jetzt da war, weil wir sind sozusagen eingebrochen. Ich wollte gerade raufgehen im zweiten Stock und ich gucke, das ist einfach offen. Ich bin wirklich eingebrochen jetzt. Aber hier ist niemand. Aber ja. Hi. Und weil ja eigentlich das ganze Haus umgebaut wird, hier ist auch noch so ein Werkstall, ja. Im Hof, das ist ein Fenster. Zweiter Tag. So, jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Ich gehe jetzt hier irgendein Bild abholen und dann zum Arzt und der wird mir dann alles sagen, ob es geheilt ist, ob es zusammengewachsen ist oder nicht. Ich weiß nicht. Ich nehme es sowieso auf. Aber auf jeden Fall ist es jetzt schon März, 10. März, das heißt, es sollte jetzt schon zusammengewachsen sein und ich fühle mich auch viel besser. Wenn es zusammengewachsen ist, dann darf ich in wenigen Tagen wieder Fußball spielen. Das wird nice. Also ich hoffe, es ist zusammengewachsen. Es ist schon 5 Monate. Also im November wurde es runtergegeben, seit November trainiere ich und im September ist es passiert. Tja. Aber es würde mich wirklich wundern, würde es nicht zusammengewachsen sein. Ich kann wirklich viele Dinge machen, die ich davor nicht machen konnte. Zum Beispiel auf einem Bein springen, also hier. Oder leicht Fußball spielen kann ich auch. Also ich habe zu Hause ein bisschen gespielt. Ja. Das ist diese Distanzerhöhung im Femoropatellargelenk. Bedeutet, hier hört der Oberschenkelknochen auf und da unten geht es weiter und da ist der Spalt ein klitzekleines bisschen größer. Dann haben wir da eine Verkalkung, das wird einfach durch die Verletzung gewesen sein. Ich würde damit noch einen Orthopäden aufsuchen. Morgen, ganz sicher. Also auf jeden Fall auf dem folgenden Stand. Gestern, wie ihr wisst, also wie ihr jetzt vielleicht gehört habt, konnte man nichts Genaues sagen. Dafür gehe ich jetzt schon wieder zur Therapie und dann gehe ich zur Ärztin und die wird möglicherweise sagen, dass es zusammengewachsen ist oder nicht. Yes. Er muss jetzt nicht Leistungssport betreiben. Also einen schönen guten Morgen. Ich habe jetzt die ganze Nacht durchgefeiert. Wenn ihr mich fragt, warum gefeiert, ganz easy. Heute ist der 13. März. Das heißt, heute ist Corona offiziell ein Jahr alt. Tja. Und eigentlich feiere ich auch noch, denn heute wird mein offizielles Comeback im Fußball sein. Jetzt muss ich euch vielleicht mal erklären, was jetzt genau noch mit meinem Knie ist. Ist es so? Man kann nicht genau sagen. Komplett verheilt ist es nicht, aber so viel verheilt, dass ich langsam Fußball spielen darf. Und ja, ist irgendwie noch eine Flüssigkeit im Knie oder so. Also heute ist der 13. März, kann ja sein, dass es schon wieder okay ist, wenn ihr das Video seht. Ich mache hier momentan die YouTube-Pause, also ihr glaubt, dass ich eine YouTube-Pause mache, aber ich nehme eigentlich so viele Sachen auf.
sollte heute ist der Tag der Tage, endlich Fußball spielen gehen. Auf den Tag genau ist es jetzt ein halbes Jahr her. Ja, letztes Mal am 19. September, heute ist der 13. März, das sind genau 26 Wochen, das heißt, es ist genau ein halbes Jahr.